Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Session Theoretische Mechanik. Dieses Mal machen wir einen ganz wichtigen Schritt. Wir führen nämlich die Hamilton-Funktion ein. Wir machen das ausgehend von der Lagrange-Formulierung der Mechanik. Die Mathematik, die man hier braucht, ist nicht sehr anspruchsvoll. Wir brauchen aber ein paar Vorkenntnisse natürlich über die Lagrange-Mechanik. Das Wichtigste, was wir brauchen werden, habe ich hier zur Erinnerung nochmal eben an die Tafel geschrieben, nämlich die Euler-Lagrange-Gleichung. Also wir leiten mit der Lagrange-Funktion und den Euler-Lagrange-Gleichungen gleich also die Hamilton-Funktion her. Und natürlich wäre das ein bisschen trocken, einfach das nur so herzuleiten, wenn wir nicht noch ein Beispiel betrachten würden. Also das machen wir gleich. Wir leiten das zuerst her und dann schauen wir uns ein klassisches Beispiel an und sehen, dass dann eben diese Hamilton-Funktion sich in so einem einfachen Beispielfall auf etwas schon Bekanntes wieder reduziert. Und das gibt natürlich dann auch eine gute Intuition dafür, wie man diese Hamilton-Funktion interpretieren kann. So, also fangen wir mal so an. Wir interessieren uns für die Lagrange-Funktion. Genauer gesagt, für die zeitliche Änderung von der Lagrange-Funktion. Ihr erinnert euch, die Lagrange-Funktion nimmt als Argumente generalisierte Koordinaten QI und QI-Punkt, also die Positionen und generalisierten Positionen und die generalisierten Geschwindigkeiten. Und jetzt interessieren wir uns dafür, wie ändert sich die Lagrange-Funktion im Laufe der Zeit? Also wir betrachten L-Punkt, die Zeitableitung der Lagrange-Funktion. Und ja, dann können wir also hinschreiben, das steht hier natürlich alles schon mehr oder weniger ausformuliert. Dann können wir schreiben, die zeitliche Änderung der Lagrange-Funktion, ja, das ist die Summe über die i. Also wie gesagt, die i indexieren unsere Koordinaten durch. Summe über die i, partielle Ableitung von L nach qi. Ja, mal wie stark sich eben QI ändert, also mal QI Punkt, plus der partiellen Ableitung von L nach QI Punkt, mal wie stark sich QI Punkt ändert, nämlich QI 2 Punkt, also die zweifache zeitliche Ableitung von QI. Das wäre soweit alles, wenn die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abhängen würde. Aber sie kann natürlich explizit von der Zeit abhängen, das heißt, die Form der Lagrange-Funktion ändert sich sozusagen abhängig von der Zeit. Und dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Summanden, eben die partielle Ableitung von L nach T. Und ja, das beschreibt uns dann also in ganz allgemeiner, abstrakter Form die Änderung der Lagrange-Funktion. Und jetzt wollen wir das hier, da wir ja zur Hamilton-Funktion wollen, vereinfachen oder anders schreiben. Und dazu brauchen wir die Euler-Lagrange. Ich habe die ja, wie gesagt, hier auch schon stehen. Ich erinnere noch mal kurz daran. Also Euler-Lagrange sagt, d nach dt, also die Zeitableitung, von dl nach dqi-Punkt ist gleich dl nach dqi. Und das hier, also dl nach dqi-Punkt, das hatte ja auch den schönen Namen pi, beziehungsweise der generalisierte zu QI konjugierte Impuls. Und ja, wir werden gleich wieder sehen, in unserem Beispiel reduziert sich dieser generalisierte Impuls einfach auf den, ja, schon aus der Schule wahrscheinlich bekannten Impuls, also den klassischen Impuls. Also das ist die Euler-Lagrange. Und die brauchen wir jetzt, nämlich indem wir hier in diese Gleichung hier reingehen und sagen, okay, die partielle Ableitung von L nach QI, die können wir mit Euler-Lagrange anders schreiben. Und dann gucken wir nämlich hier haben wir es, die Ableitung von L nach QI, können wir nach dem, was hier steht, auch so schreiben. Also das ist die, wenn das hier PI ist, dann ist das hier PI Punkt, also die Zeitableitung vom generalisierten Impuls. Und das ist das, was hier steht. Wir kommen also von diesem Ausdruck hier zu PI Punkt und QI Punkt bleibt gleich. Und genauso wenden wir hier für die partielle Ableitung von L nach QI Punkt auch wieder die Euler-Lagrange an.
und können dann die partielle Ableitung von L nach QI Punkt durch PI ersetzen und an der partiellen Ableitung von L nach T ändert sich erstmal nichts. Und was wir jetzt dadurch gewinnen, ist, ja, wird sich mal, wenn wir die Produktregel sozusagen jetzt wieder rückwärts lesen. Das ist ja so ein Trick, den wir schon mal angewendet haben, als wir immer über Symmetrien und Erhaltungsgrößen in Bezug auf die Lagrange-Funktion gesprochen haben. Also wir lesen jetzt wieder die Produktregel rückwärts. Nämlich hier haben wir hier so einen Ausdruck, eigentlich eine Summe über solche Ausdrücke, was abgeleitet mal was nicht abgeleitet plus was nicht abgeleitet mal was abgeleitet. Ja, und das können wir eben gerade mit der Produktregel abbilden, indem wir sagen, ja, das hier, das ist PIQI Punkt und davon die Zeitableitung. Ja, also normalerweise die Produktregel würde von hier nach da laufen. Und ja, dann können wir das also in dieser kompakten Form schreiben. Und ja, jetzt sind wir schon an der Stelle, wo wir die Hamilton-Funktion einführen. Wir machen nämlich jetzt die Definition H. Soll sein die Summe über die, also hier wird über die summiert, über diese Ausdrücke PI, QI, Punkt, minus L. Und das machen wir deswegen, weil wenn wir jetzt diese neu eingeführte Hamilton-Funktion H ableiten, das steht hier, also wir bin jetzt H Punkt, ja, dann ist das eben der Punkt von dieser Summe über die PI QI, QI Punkt minus L Punkt. Aber für L Punkt haben wir ja gerade eben gesagt, das ist das hier. Und das heißt also, wir ziehen von diesem hier die gleiche Geschichte hier mit PI QI Punkt wieder ab, minus der partiellen Ableitung von L nach T. Und das heißt, was übrig bleibt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das was übrig bleibt hier als zeitliche Änderung für die Hamilton-Funktion, ist gerade die partielle Ableitung von L, also minus die partielle Ableitung von L nach T. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Interpretation für die Hamilton-Funktion, in dem Sinne, dass wir sagen können, wenn das System, was wir betrachten, dergestalt ist, dass die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abhängt, also so, dass dieser Summand hier 0 ist, dann ist die Änderung, die zeitliche Änderung der Hamilton-Funktion 0. Dann ist also die Hamilton-Funktion eine Erhaltungsgröße für unser System. In diesem Sinne haben wir also eine zeitliche Symmetrie des Systems. Und ja, das ist also die allgemeine Interpretation. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Wir wollen natürlich auch dahin kommen, die Hamilton-Funktion im Sinne einer Energie zu interpretieren. Und das können wir jetzt hier in einem einfachen Anwendungsbeispiel auch direkt tun. Im allgemeinen Fall müssen wir einfach sagen, die Energie ist über die Hamilton-Funktion definiert. Aber jetzt hier im Beispiel, wir gucken uns also folgendes Beispiel an. Wir nehmen ein Teilchen, das sich in einem Potential bewegt. Das Teilchen hat also dann eine kinetische Energie. Guck mal, hier einfach nur so. Hat eine kinetische Energie m halbe x Punkt Quadrat. Also der eine oder andere mag das auch als m halbe mv Quadrat besser erkennen, aber das ist die kinetische Energie und dann plus noch einer potenziellen Energie, ja, die durch eine Potenzialenergiefunktion Vx gegeben ist. Und das bedeutet, wir können jetzt für so ein Teilchen, was sich in so einem Potential bewegt, zunächst mal die Lagrange-Funktion und dann die Hamilton-Funktion hinschreiben. Also die Lagrange-Funktion für so ein Teilchen ist dann ja, m halbe x Punkt Quadrat minus vx. Und die Hamilton-Funktion ist eben
dieser Ausdruck hier, also diese PI, das sind wie gesagt die generalisierten Impulse, QI minus L. Wenn man jetzt hier für dieses Teilchen hier den Impuls ausrechnet, findet man, dass dieser generalisierte Impuls sich jetzt hier für diese, ja, für diese Wald- und Wiesenkoordinaten, für dieses X, also dieses Teilchen bewegt sich jetzt hier nur in einer Richtung, in einer Dimension X, dass sich dieser generalisierte Impuls hier gerade zu diesem hier reduziert. Das ist also, zu diesem hier, zu mx-Punkt reduziert, also zu dem ganz normalen, üblichen Impuls. Und das heißt also, wir können pi durch mx-Punkt ersetzen und qi ist natürlich dann weiter x-Punkt. Und ja, dann haben wir also diesen Ausdruck hier, der hier steht. Das ist also die Formulierung oder die Übersetzung dieser Hamilton-Funktion für unseren Anwendungsfall. Und ja, können wir ein bisschen rechnen, können wir also hier dieses halbe m x-Punkt Quadrat hier von abziehen. Und ja, was wir bekommen ist mx-Punkt Quadrat halbe plus vx als Hamilton-Funktion. Und ja, ich hatte es ja eben gerade gesagt, das ist die Energie für unser Teilchen. Und dann sehen wir also, diese Hamilton-Funktion, die wir jetzt hier ganz allgemein hergeleitet haben, beschreibt in diesem speziellen Fall nichts anderes als die Energie von unserem Teilchen im Potenzial. Und ja, die schlechte Nachricht ist, es ist nicht immer so anschaulich wie jetzt hier für dieses Beispiel, sodass wir so eine klare Aufteilung bekommen, wenn wir die Hamilton-Funktion hinschreiben, so eine klare Aufteilung in ja, so eine kinetische Energie, die wir sofort sehen, und eine potenzielle Energie. So, deswegen machen wir allgemein die Definition, dass wir sagen, wir definieren die Energie über die Hamilton-Funktion. Und ja, das, was dann eben erhalten wird, wenn die Hamilton-Funktion sich nicht ändert, das ist eben gerade der Energieerhalt. Und ja, ob es den Energieerhalt gibt, ist natürlich davon abhängig, was für einen Ausschnitt von einem System betrachten. Wenn wir das Ganze betrachten, sollte die Energie erhalten sein. Wenn wir natürlich einen Ausschnitt von einem System betrachten, dann haben wir möglicherweise Energieflüsse rein oder raus, dann haben wir auch keine Energieerhaltung. Ja, soweit also diese Herleitung für die Hamilton-Funktion. Wenn ihr noch mehr solche Physikvideos sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es irgendwie weitergeholfen hat, und den Kanal zu abonnieren. Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.